zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Bevor ich zu den Abstimmungen komme, frage ich die Fraktionen, ob wir auch so vorgehen können. Ja, dann werden wir jetzt die Abstimmungen durchführen. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den selbstständigen Antrag 1221 AE der Abgeordneten Schellhorn, Kolleginnen und Kollegen, betreffend neue Zuversicht und Vertrauen, besser aus der Krise herauskommen. Wer spricht sich für diesen Antrag aus? Den bitte ich um ein zustimmendes Zeichen. Das ist die Minderheit, abgelehnt. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Verschiebung des Urlaubsantritts wegen Veränderung der Semesterferien. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit, abgelehnt. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kickel, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Wirte sterben verhindern, Gastronomiebetriebe sofort aufsperren. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Minderheit, abgelehnt. Ich würde gerne im Abstimmungsvorgang weitergehen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Vorder-Winkler, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Verlängerung der gesetzlichen Stundungsmöglichkeiten für Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Minderheit, abgelehnt.